Also wir sehen hier ein Plakat, fotografieren und nicht fotografieren, Sie waren ja, Achtung, Attention von 1987. Das war ein Versuch, ein Plakat für eine Ausstellung zu entwerfen, unter Umgehung der Zensur und um Umgehung ein Foto zu drucken. Denn das konnte man ja nicht, in Siebdruck konnte man ja nur Flächen drucken und deswegen habe ich zwei Piktogramme entwickelt, wobei sich dann das Piktogramm Fotografieren verboten als das Interessantere herausgestellt hatte. Denn wir konnten ja da im gewissen Sinne ja die Staatsmacht herausfordern und deswegen kam das nächste Piktogramm dann ein Jahr später, so groß, 50 x 70, Fotografieren verboten. Und das fanden natürlich viele ganz interessant. Und wir haben dann die erste große Aktion gemacht mit Wolfgang Krause, mit vielen anderen noch, also in Dresden, in Berlin und war auch, glaube ich, noch in Leipzig mit einigen Leuten und haben eine DDR-weite Aktion organisiert. Das war ja auch die Idee von Wolfgang. Meine Idee war sozusagen, dieses Piktogramm und das Fotografieren zu untersagen. Denn es gibt ja so zwei Zustände, ein Foto machen und kein Foto machen. Und Zustand kein Foto machen wurde ja noch nie so untersucht. Und es war natürlich eine Herausforderung gegenüber dem Staat. Und deswegen haben wir das dann an einem Tag mal gemacht. Ich muss auch mal schauen, welchen Tag das war. Hier gibt es auch viele kleinere. Und das war der 30. Mai 1989. Ist das Fotografieren verboten beziehungsweise untersagt am Alexanderplatz. Und am Alexanderplatz haben wir uns da aufgemacht, haben diese Schilder aufgehangen. Und zwar um die Weltzeituhr, die steht da heute noch. Das ist so aus der Dokumentation, die dann in der Galerie Wer ist Elefant hing. Denn das wurde ja im Rahmen der permanenten Kunstkonferenz gemacht. Und die fand ja auch in der Galerie Wer ist Elefant statt. Und wir sind durch die Stadt gezogen, haben verschiedene Piktogramme geklebt an unterschiedlichen Stellen und zum Schluss war die Weltzeituhr dran, ein Strick umspannt und Piktogramme rangehangen. Ne? Und wie Sie sehen, das sind die einzigsten Fotos, die hier noch vorhanden sind, denn die haben uns ja hinterher verhaftet. Man sieht ja dann, wie die Polizei kommt, aber zum Anfang kommt ein Abschnittsbevollmächtigter. Das war natürlich so ein Schubo, wie man so sagte, der nicht viel in der Kirche hatte. Ne? Und ich sagte, wunderbar, jetzt steht da neben meiner Installation Fotografieren verboten, muss ja immer ein Foto machen. Der hört das Klicken der Kamera, dreht sich um und sagt, hören Sie mal, hier ist das Fotografieren doch untersagt, packen Sie die Kamera weg. War natürlich eine schöne Sache. Der ist dann abgehauen, ich habe dieses Foto gehabt und es standen ja überall Beobachtungskameras schon auf den Häusern. Da haben wir also gesehen, was wir da machen. Dann kamen die also an mit Verstärkung und haben dann alle festgenommen. Wir haben versucht so zu entweichen, aber das klappte natürlich nicht. Und wir fanden uns dann alle in der Keibelstraße wieder. Und da fragte man uns natürlich, wer hat uns das erlaubt, das zu machen? Dann sage ich, ja, gucken Sie doch mal hier ins Programm rein. Ich habe ja bei der permanenten Kunstkonferenz das eingereicht als Aktion Fotografieren verboten. Aber das wusste natürlich keiner, was da auf sie zukommt und was da gemacht wird. Dann haben sie den Kultur- oder Stadtrat oder wer das war, angerufen und der hatte auch bloß seine Unterlagen, wo drin stand, ja, Aktion im öffentlichen Raum, Fotografieren verboten. Daraufhin haben sie alle Aktionen im öffentlichen Raum untersagt und dann ging es weiter in der Galerie Weiß Elefant mit noch schrecklicheren Aktionen mit Blut und Fliegen und alles Mögliche. Naja, jedenfalls, die Aktion wurde damit ins Leben gerufen, da hinterher kam die Wende, die Welt war offen und dann habe ich die Aktion in der ganzen Welt durchgeführt, so mehrere Jahre bis 2005. Und an verschiedenen Stellen diese Piktogramme aufgehangen, habe dann sozusagen das Amt für Wahrnehmungsstörungen gegründet, weil man ja so einen offiziellen Hintergrund braucht, dachte ich mir. Ne? Ich war dann der Amtsleiter des Amtes für Wahrnehmungsstörungen und habe an diesem Ort das Fotografieren einfach untersagt. Da haben sie mich gefragt, ja warum? Da sage ich, ich bin der Amtsleiter. Von Amts wegen darf ich das hier. Ja, das haben natürlich auch einige geglaubt, ne? Vor allem in Deutschland, ne? Wie das halt immer so ist. Und da kamen so die verschiedensten Verwicklungen. Aber das Interessante ist, sobald man natürlich dieses Transparent Fotografieren verboten aufhängt, da passiert natürlich nicht, dass die Leute nicht mehr fotografieren, sondern alle packen ihre Kamera aus und fotografieren das Transparent. Es findet also eine Umkehrung der ganzen Situation statt. Fand ich ganz lustig. Ne? Also das haben wir häufig festgestellt, aber so ist das. Und mittlerweile gehen sie dann schon in den Friedrichstadtpalast mit großen Schildern fotografieren verboten, weil heute darf natürlich aus rechtlichen Gründen gewisse Dinge nicht mehr fotografiert, abgelichtet, vervielfältigt und naja, wir sind ja kopiert und ach, das ist nicht alles hier möglich.